What's up, guys, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Oras Wi-Fi Battle. Und zwar spielen wir heute gegen Deathpilz. Holy shit, ich bin heute ein bisschen motiviert und so. Ich habe jetzt nicht so viel Angst. Ich muss sagen, das Battle ist mir jetzt nicht unbedingt egal, aber ja, ist okay. So, und zwar ist das heute ein bisschen anders. Er hat mich nämlich gefragt, ob wir so ein Base Battle machen können. Und zwar haben wir nur solche Pokémon wie Karadonis, Zengo, die einfach nur eine Entwicklung haben oder zumindest so welche wie von, wie heißt das Ding? Ach, keine Ahnung. Von, scheiße. Ja, einfach erste Entwicklungen und, aber so welche zum Beispiel wie Scaraborn, die eine Megaform haben, die darf man nicht benutzen. Ich denke, er hat ein Karadonis und ein Zengo dabei. Habe ich mir gedacht, kann ich auch mitnehmen, aber heute habe ich nicht so allzu große Power am Start. Ich habe das ein oder andere Pokémon, was ich eigentlich ganz cool finde, habe ich heute die meisten gezüchtet. Ich habe Bock, ich habe mega Bock. Ich bin sehr gespannt, was er für ein Team am Start hat und nach lange mache ich auch mal wieder ein Foto vom Team. Habe ich ja auch schon etwas länger nicht mehr gemacht. Und Karadonis ist wirklich dabei. Oh my goodness. Oh. Okay. Es könnte böse werden. Das Problem auf meiner Seite ist, ich habe meistens physische Pokémon dabei. Aber ist okay. Oh, er hat auf Dingens kein Item. Hatte er kein Item parat oder so? Ich weiß nicht. Aber er ist eigentlich ein guter Spieler. Also jetzt nicht denken, voll scheiße, ey. So, mit dabei haben wir Miltank. Sohn. Also Miltank mit den Überresten. Sohn hat den Life Orb. Akrokidi hat das Energiekraut hieß das, glaube ich. Kreativität hat das Lichtleben. Creepy Mask hat den Evolit. Und Tropius. Ja, Tropius. Ein bisschen Style mitgenommen. Den finde ich ziemlich cool. Den habe ich heute gezüchtet. Ich dachte mir so, okay. Bronzel oder Tropius. Oh, okay, ich muss mich mal jetzt hier anfangen. Tropius hat die Citrobeere am Start. Ich liede mit Kreativität. Okay, er hat aber auch ein cooles Pokémon dabei, was ich mega feier. Das ist das oben rechts. Wie hieß das nochmal? Venoflibis, nicht wahr? Ich habe richtig Bock auf das Battle. Ich bin mega gehypt. Ich habe richtig Hunger, Guys. Ich habe Bock, irgendwie was zu bestellen. So, ich bin also generell der Pizza-Liebhaber. Döner ist auch geil, aber ich finde, oh, damn. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Wir knallen den Reflektor raus. Das ist gerade das Wichtigste. Reflektor. Bam. Er geht jetzt wahrscheinlich auf den Schwertanz, natürlich. Ist aber okay, ist es auch nicht, ne? Aber ich knall jetzt die Donnerwelle auf dem Ding. Auf das Ding. Besser. So, dann wollen wir mal gucken. Vielleicht kriegt er auch schon die Full Para, wäre ganz cool. Er geht auf noch einen Schwertanz. Der wird uns zum Problem. Aber was soll er gegen Kreativität machen, frage ich mich. Ich gehe jetzt auf den Schmarotzer. Kann das Ding Staffette, Alter? Oh, das wäre richtig dreckig. Oh! Was? Oh mein Gott! Also ich hätte jetzt damit niemals gerechnet, dass das so viel Damage macht. Ich predikte jetzt, dass er raus. Okay, er könnte ihn auch sterben lassen an der Stelle. Ich lege jetzt nämlich die Stachler raus. Okay, er bleibt drin. Okay, ich hätte ihn einfach rausnehmen können. Oh, das ist bitter. Das tut mir leid. Mich würde jetzt mal interessieren, was bei euch, wie das so bei euch ist. Pizza, Döner, was auch immer. Aber was ich liebe, ist die Dönerbox, Mann. Ich glaube, die bestelle ich mir gleich, Mann. Alles safe, Mann. Okay. Dann habe ich schon mal den größten Fred, kann man Fred dazu sagen? Ich glaube schon. Rausgenommen? Nee, nicht unbedingt. Wen haben wir dabei? Oh, Karadonis, Alter. Den muss ich auf jeden Fall paralysieren, weil der, Ich liebe dieses Ding. Aber es muss paralysiert werden, weil sonst habe ich keine Chance, weil ich habe nämlich echt Angst vor Karadonis gehabt, genau wie vor Zengo. Aber Zengo, okay, Erdbeben.
Wir haben den Reflektor draußen. Will ich an der Stelle ihn sterben lassen? Nö, ich. Ja, doch, doch, ich hau jetzt nochmal die Stachler raus. Ist an der Stelle ganz gut. Kreativität kann hier eigentlich jetzt sterben an meine. Ja, doch, doch, ich brauche ihn eigentlich nicht mehr. Nope. Was macht er jetzt? Ich bin auf jeden Fall safe wie die Donnerwelle gegangen. Das ist auch nach meiner Meinung nach der klügste Play. Okay, Stachler sind noch mal draußen. Alles safe. Er geht auf den. Wow, okay. Ich kann noch eine Ladung Stachler raushauen an der Stelle. Ich könnte aber auch easy, was ich auch machen werde, auf die Kehrtwende drücken. Auf die Kehrtwende. Schmarotzer. Das macht ein bisschen Damage. Ist resisted, aber ist okay. Nahkampf. Die Sache ist die, er ist jetzt auf minus 2 und so. Ich weiß nicht, hat er den Ice Punch drauf? Wenn er den. Er hat den Ice Punch safe drauf. Oh, Kacke, der Reflektor ist jetzt genau down. Nicht gut, nicht gut. Ich könnte einen Creepy Mask. Ich könnte auch einfach einen Sohn. Ich könnte was mit. Warte, eigentlich brauche ich ihn nicht. Aber ich wollte ihn unbedingt zeigen, ne? Einen Moment, ich guck mal kurz was nach. Er hat den Ice Punch. Safe. Und das möchte ich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt riskieren. Will ich das riskieren? Ich gehe in Sohn. So, Sohn ist am Start und ich gehe einfach auf den Volt Switch. Es dürfte. Oh, Krypuk ist auch nicht so cool. Krypuk ist auch dreckig. Ah, shit. Mit Leitteiler und so. Das könnte mir noch mal einen Strich durch die Rechnung machen. Mies. Okay. Wollen wir mal schauen. Was sein Play an der Stelle ist. Möchte er ihn. Möchte er. Ja, doch, würde ich schon machen. Ich würde ihn jetzt an der Stelle opfern. Nein. Okay. Weil. Ja, genau. Okay. Gut, ich gehe jetzt für den Wall Switch. Das macht guten Damage. Ist aber auch Life Orb. Der Sohn, ey. Oh, Emolga ist so ekelhaft. Ich hasse dieses Ding. Was will er? Soll ich es doch probieren? Ich hab Bock. Wollen wir Risky spielen? Ich spiele Risky. Ich spiele jetzt mal Risky, guys. Ich spiele jetzt mal Risky. Tropius am Start. Delegator. Ich habe nämlich hier ein Set. Und zwar Delegator Drachentanz. Mit Erdbeben und Laubklinge. Laubklinge als Step. Als starken Step-Move mit hoher Volltrefferquote. Eigentlich ganz gut. Ich habe den heute gemacht. Oh, die Flinkklaue. Oh, shit. Okay, das ist dreckig. Ja, aber wir tanken das. Gott sei Dank. Okay, nice. So, reiche Ernte als Fähigkeit. Das heißt, wir könnten die Zitrobeere gleich wiederbekommen. Und wir gehen jetzt auf den D-Dance. Können wir mal probieren. Wow, Alter, schon wieder? Als ob die Flinklau die ganze Zeit proggt, ey. Das ist ja übel. Das ist übel, Mann. Auf jeden Fall lässt der Delegator jetzt an der Stelle auch nach. Ich gehe für den D-Dance. An der Stelle. Ich könnte auch nochmal für den D-Dance gehen. Die reiche Ernte. Okay. Soll ich nochmal für den D-Dance gehen? Nee, ich gehe jetzt einfach für die Laubklinge. An der Stelle. Als starker Step-Move dürfte das auf jeden Fall ausreichen. Nice. Okay, wir haben jetzt schon mal einen D-Dance drin. Und vielleicht, ja gut, er könnte jetzt sein Eis-Pokémon einfach easy reinswitchen. Ich weiß noch nicht, was das für eine Fähigkeit hat. Hat das Schwebe? Ich kenne mich mit dem Ding null aus. Ich gehe jetzt aber dann einfach aufs Erdbeben. Das kann nämlich das gute Tropius. Okay. Wir probieren es aus. Erdbeben, aber es hat, glaube ich, eine recht gute Def, ne? Ist aber auch egal.
Aber Eissplitter kann das Ding nicht, das weiß ich. Okay, Hartschwebe, okay. Das ist scheiße, okay. Hat es echt Schwebe, Mann. Okay. Okay. Wir können jetzt auch in Agrokidi oder in Sohn. Gehen wir in Sohn. Ne, wir gehen in Creepy Mask, Digga. Okay. So, wir gehen auf den Abschlag erstmal, um das Item wegzuhauen. Was will er mir machen? Ich kenne mich mit dem Ding echt nicht aus. Das müsste ich auch mal spielen. Ist ganz cool, glaube ich. Ja, aber ist halt später. Okay. Alter, wenn er jetzt einen Freeze kriegt, das wäre mies. Okay. Oh. Gehen auf den Nachtnebel. Eisstrahl kommt. Oh, damn. Er kriegt. Oh, Gott sei Dank. Holy shit, ey. Das wäre so. Das ist ärgerlich, Mann. Ja, okay. Ich könnte doch noch auf noch einen Nachtnebel gehen, weil wir tanken noch einen Eisstrahl. Tanken wir noch? Das ist das Gute an der Sache. Dum, 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 dü, 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 dü. Okay. Hey, jetzt raus switchen? Er überlegt ziemlich lang. Nein, er bleibt drin. Ey, das Ding ist stark, ehrlich. Ich habe einen Evoliten, ne? Jetzt noch ein Freeze. Okay, das wäre übel. Bam. Okay. So, jetzt sind wir an der Stelle down mit Creepy Mask. Ich hätte es auch besser machen können. Definitiv. Aber ich weiß nicht, ob er auf diesem Ding Protect spielt. Ich gehe jetzt einfach in Zone. So. Und gehe auf den Ruckzuckhieb. Das spiele ich auf dem Ding. Ist zwar sehr komisch, aber kann man spielen. Yeah. Ja, Sai, er hat ja noch auch noch einen Sohn. Ja, Emolga, genau. Habe ich hier nicht die Kraftreserve Gestein drauf? I don't know, ne, ich gehe safe auf Voltwechsel, Akrobatik. Oh, ach so! Deshalb, okay, das ist cool. Alles klar. Okay. Wir machen ihm aber guten Damage, definitiv. Deswegen spielt er kein Item. Okay. So, dann gehen wir jetzt im Miltank raus. Okay. Gehen jetzt auf den Body Slam, Step Body Slam. Wir sind physisch defensiv. Deswegen dürfte die Akrobatik nicht so viel machen. Er könnte jetzt einfach auf Wall Switch gehen. Das könnte er tun. Auf jeden Fall, ja. Venoflibis hat er noch, ne? Cool. Das Ding ist echt. Das hat auch Style. Wangenrubbler. Oh, das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Ja. Jetzt kriegen wir die Fullpara. Das wäre heftig gewesen, Mann. Bumm. Ah, das war klug. Jetzt kann er nämlich einfach in Karadonis, er outspeedet mich und könnte mich wegklatschen. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Er könnte das einfach echt in Karadonis. Er geht in Venoflibis. Wieso? Wieso gehst du in Venoflibis? Wieso gehst du in Venoflibis? Okay, ich gehe einfach auf Body Slam. Was will er tun? Oder gibt es da irgendwie so ein Set? Ich glaube, es gibt mit Verzerrer und sowas. Horter, Verwurzler. Oh, ehrlich? Okay. Ich könnte aber auch auf die Para auf den kriegen, ne? Also wegen Body Slam, Salt Step, tut schon weh. Ja, okay. Er könnte das Ding noch tatsächlich noch reißen.
Das könnte er, ja. Ist das Ding nur, ja, doch. Energieball. Ja. So, Toxin trifft sehr gut. Das heißt, sein Ding ist eh irgendwann down. Das ist das Gute. Ja, der ist zwar den Verwurzler noch und so, aber die Toxin wird stärker und stärker, mein Freund. Und irgendwann wird dein Venofliebis zugrunde gehen. Das ist das Gute. Dum, dum. Cool. Cool. Also dieses Base Battle, das gefällt mir. Das habe ich so. Ja, schon. Es gibt ja diese. Wie nennt sich das nochmal? Es hat doch so einen Begriff. Ein Oberbegriff. Ja, wo man nur auf Level 5 spielt und mit so Basis-Pokémon. Das ist cool. Finde ich auch cool. Ich kriege jetzt die Fullpaare an der Stelle. Ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig an der Stelle, weil. Ich könnte jetzt auch rausswitchen eigentlich, ne? Aber nee. Ich bleib safe. An der Stelle, weil Miltank ist ja sowieso useless an der Stelle, weil er geparat ist und er jetzt easy in Karadonis switchen kann. Oder generell Karadonis wird mein geparates Miltank mega wegbumsen und wir kriegen nochmal die Para. Autsch. Okay. Okay. So, aber wird die Toxin nicht jetzt nicht stärker, oder? Ja. Okay. Ja, es wird immer und immer mehr. So, er nimmt mich jetzt raus mit dem Energieball, ist aber vollkommen okay. Boom. So, okay. An der Stelle haben wir das Game eigentlich auch schon. Weil ich habe jetzt noch mein Agro-Kiddy und das basht beide Pokémon weg. Jo. Geh mein Agro-Kiddy. Ich feier den Namen so heftig, ne? Aber gut. So, Himmelsfeger. Badaboom, badabing, badaboom. Ja, eigentlich muss er gar nicht so viel überlegen. Weil. Es ist ein Agro-Kiddy, steht vor dir und du hast zwei Pokémon, die gar nichts gegen ihn machen können. Was will er jetzt tun? Das ist die Frage. Ich habe heute ziemlich viel gezüchtet, habe ich ja schon gesagt, ne? Mega heftig. So, und jetzt verfehlt es. Jetzt verfehlt es. Please, please verfehl. Himmelsfeger. No. Badaboom! Oh, down. Das war's mit Venofliebis. Ist das physisch defensiv? Würde mich mal interessieren. Weil ich habe jetzt echt gedacht, auch dass mein Dingens, wie heißt es? Miltank mehr Damage macht. Aber ist okay. Das Ding hat keine Prio, soweit ich weiß. Kann auch kein Tempo. Hieb. Wir gehen auf die Akrobatik und dann dürfte das Battle gewesen sein. Jau. Ziemlich cool. Finde ich cool, die Idee, die du mir geschrieben hast. Haben wir gemacht. War cool. GG. Akro-Kiddy hat geregelt am Ende. Ich hatte sehr Angst, dass du Sengo mitnimmst. Wirklich. Aber gut. Karadonis hatte ich auch Angst. Und der war mit im Game. Coole Sache. Keiner wollte mehr battlen. Er war der Einzige. Und es wäre cool, wenn sich jetzt ein paar Leute wieder melden würden zum Battlen. Weil sonst muss ich mal gucken, wie ich das mache, ob ich dann noch irgendwelche Sets machen kann. Und ob ich das Tropius vielleicht mal im Battlespot ausprobieren kann. Oder so. Weiß ich nicht. Weil ich habe schon Bock, gegen euch zu kämpfen, also gegen Zuschauer. Generell ist eine coole Sache. Feier ich extrem. Nope. Okay, Guys. Dann würde ich sagen, war es das mit dem Battle. Und haut da rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.